Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Secret of Mana 2, der deutschen Übersetzung von den G-Trends Version 2.02. Kilby, kannst du dich streuern? Gut, wenn du gerade so strange hinterhergerannt bist, wie so ein Bot. Warum? Der Killbot. Kilby ist mit dabei, grüß dich. Hallo. Ja, der kleine Kilby. Und die kleine Mary ist auch da. Grüß dich. Hallo. Und der kleine Pickard ist auch da. Ich bin niedlich. Das ist der Korobockelwald. So. Wie spricht man jetzt mit alten Leuten? Habt ihr mal eine tiefe Stimme? Und der ist aber klein. Die haben wieder eine hohe Stimme. Soll ich den jetzt ganz normal sprechen oder was? Oder so eine Mischung aus. Ich habe hier in der Gegend noch nie gesehen. Genau, machst du. Nun dann, erlaubt mir, mich vorzustellen. Mein Name ist Pick. Aber alle nennen mich Papa Schlumpf. Mit rotem Pilz, Quatsch, mit weißem Pilz und Rotem. Und dies sind meine Gefährten. Zieh mal Kondom drüber. Ein Schlumpf. Wir sind höchst erfreut, eure Bekanntschaft zu machen. Für mich riecht ihr nach Menschen. Diesen Geruch würde ich überall wiedererkennen. Oh, entschuldigt vielmals. Das ist mein Menschendeodorant. Wir hatten das Pech schon immer, in der Nähe von Menschen leben zu müssen. Wenn man in der Nähe lebt, dann fängt man auch an, wie sie zu riechen. Ah, natürlich, wie dem auch sei. Wir haben gehört, dass hier ein großer Weiser namens Don Perignon leben soll. War das jetzt korrekt ausgesprochen? Ja, das kann man so gelten lassen. Kann man so gelten lassen, okay. Besteht die Möglichkeit, dass wir ihn sprechen können? Keine Ahnung, warum sucht ihr nicht selbst? Ich bin blöd und alt und blöd und alt. Keine Ahnung, warum sucht ihr nicht selbst? Der sagt. Warum? Hallo? Einfach suchen. Und zwar dann suchen in die Häuser rein und suchen mal. Ich will baden in dem kleinen Ding da. Hehe, Zwerg. Hehehe. Halt die Fresse, Zwerg. Kriegst du gleich mit Dauer. Ey, wenn ich. Hat er gerade zu uns Zwerg gesagt? Ja, bitte. Ich kann dir gleich mal zeigen, wer jetzt Zwerg ist, Junge. Das Problem ist, wir tun dann aus diesem Baumstamm explodieren. Stimmt. Was passiert dann? Probier's down. Lol. Bam, tot. Nee, klick an. Da kommt nicht mal die Meldung, dass nichts passiert. Es passiert einfach nichts. Zwerg. Der hat uns beleidigt. Ist selber Zwerg. Oder? Deine Mutter ist ein Zwerg, Junge. Ja, stimmt sogar. Warte mal, ich muss jetzt in den Meerbäume, wo man rein kann. Oh mein Gott, ein riesengroßes Meer. Nein, das ist ins Meer, wir müssen. Oh, ich bin in den Baum hochgeklettert, hast du gesehen, ja? Du bist zu ja alt und weise. Also, wir müssen jetzt den Don Perignon finden. Don Perignon, hier ist er nicht. Ich bin ein blöder kleiner Wurzelpeter. Hey du. Dom Perignon, hier ist er auch nicht, Mann. Boah. Eigentlich, wenn er dann Special, müssen wir mal Special fragen, ob er da auch schreiben kann, hier ist er auch nicht, oder? Ah ne, hat er gesagt, hier ist er auch nicht? Ne, auch hat er, hier ist er nicht, hat er gesagt. Dom Perignon, hier ist er nicht, danke. Mann, Alter. Hier ist mir voll das Schwein. Das ist dreimal der gleiche Typ in den verschiedenen Bäumen, ey. Ja, meine Frage, ob der da wirklich immer auf diesen gleichen Textsatz drauf. Waren wir jetzt in dem Baum schon? Nee. Das ist die Frage, aber irgendwie wirklich immer dieselbe Textbox nimmt, sonst können wir da ein bisschen variieren. Hier so nicht. Hey, war da draußen nicht jemand? Gut, wir haben jetzt einen angequatscht und jetzt können wir den einen anquatschen. Oh, das ist natürlich der alte fette Sack, ey. Ist der Schlumpf. Wir konnten Don Perignon nirgends finden. Das liegt daran, dass ihr gerade vor euch steht. Dann habt ihr uns angelogen. So etwas gehört sich nicht. Ich halte jetzt so lange meine Luft an. Ist selber ein Schluck wert. Naja, ich bin stets umhergewandert. Deshalb konnte man mich an keinem bestimmten Ort finden. Der Kerl hat doch ein paar Schrubben locker. Ja, absolut. Faszinierend.
Der Mensch. Alles in Ordnung. Ich bin vielleicht angespannt. Hey. Boah. Roland. Korobögeldorf in Roland. Große Mäuse haben es eingenommen. Wir müssen sie bekämpfen. Aber wie? Problematisch. Roland. Oh, ich habe eine Idee. Zunächst müsst ihr die Patronen des Windes Elektra finden. Ich bin ein blöder Zwerg. Inmitten der Berge bei Rolante gibt es eine Höhle, die der Windkorridor genannt wird. Da waren wir sogar schon. Ja. Wenn die Statue des Windgottes ihre Richtung ändert, so ändert sich auch die Windrichtung. Glaubst du nicht? Ist aber so. Der Mannerstein des Windes und Elektra befinden sich irgendwo am Ende des Korridors. Bin ein komischer alter Zwerg. Geht anschließend zurück zur Wiese mit den Schlafblüten. Oh. Woher will der wissen, dass wir da waren? Oh. Der ist halt dement, aber... Kontrolliert mit Elektras Kräfte. Kontrolliert mit Elektras Kräfte? Heißt das sollte abgeändert werden mit dem, geht wieder zu den Blumenwiesen, das weiß der gar nicht. Der muss dann, geht danach zu der Wiese des Schlangen oder irgendwie, ja. Aber der weiß das nicht. Vor allem müsste es heißen, Elektras Kräften. Kontrolliert mit Elektras Kräften den Wind. Und verbreitet die Schlafbeule in Rolandes Schloss. Wenn die Navarre Soldaten erst einmal schlafen, ist das Schloss in Windeseile zurückerobert. Das ist ein Insider, wa? Windeseile. Schloss? Navarra? Ich weiß nicht, wovon ihr sprecht. Haha, dachtet ihr wirklich, ihr könntet mich reinlegen. Ihr wurdet von der Fee auserwählt. So etwas kann ich spüren. Außerdem riecht ihr nach Menschen und es gibt keine Korobockeldorf in Rolante. Normalerweise würde ich keinen Gedanken an dahergelaufene Menschen verschwenden. Aber da die Fee hier ist, muss sie sich die Welt in Gefahr befinden. Das betrifft auch uns. Haha. Es tut mir leid, dass ich euch reingelegt habe. Ich kann es einfach nicht lassen. Haha, viel Glück. Oh, ab hier, da gehen wir voll aufs Schwein hier. Warte mal, sagt er noch was? Nein, er sagt nichts mehr. Ich töte ihn. Nein! Dass er jetzt sterben will. Ich muss ja weg. Ich muss ja weg. Ganz schnell weg. Nein, wenn ich klein bin, kann ich schneller laufen. Aber dann tun es die Gegner vielleicht mal. Wo müssen wir jetzt eigentlich hin, ey? Mit seinen kleinen Dackelbeinchen ist das nicht so schnell wie ein Kanickel. Oh. Ist dir aufgefallen, dass wir jetzt gar nicht groß sind? Ja. Ja. Oh, saving. Gott. Wo müssen wir jetzt hin? Ich hab das immer nicht gereiht. Nach Rolante. Zum Windkorridor. Ja. Ach ja, da oben. Weil aus irgendeinem nicht erkennbaren Grund können wir das jetzt auf einmal drehen. Irgend so eine Statue. Ja, stimmt eigentlich. Warum? Na, weil der Zwerg gesagt hat, dass man die drehen muss wahrscheinlich. Ach so, und da hat quasi die Fee jetzt auf einmal mitgekriegt. Das, ach, kann, das ja, kann man ja drehen. Ach Mensch. Ach, war das. So sieht das nämlich aus. Der Don Perignon hat mir die magische Power des Drehens gegeben. Ja. Irgendwie lagst das ein bisschen, kann das sein? Nee. Bei mir nicht. Flüssig. Es ist extrem flüssig. Es ist flüssiger als flüssig. Es ist überflüssig. Es wird gleich auch bei dir wieder flüssig. Le flüssig. Le flüssig. Liquides Spiel. Ein Sieg. Le Sieg. Le Sieg. Und? Nee, rauf weiter, ich bin eben nichts. Achso, ich dachte, du schaffst es noch, die Truhe aufzumachen oder so. Ich bin im Nirvana gelandet. Im Nirvana. Da weiß ich jetzt, wo Rolante ist. Was sagst du? Wo Rolante ist? Rolante ist irgendwo anders. Ja, wo? Anders. Ich dachte, wir kommen da hin mit so einem Don Corleone oder so. Oh nein, ich bin nicht da. Mary hat sich verschwindibus. Ja, bei mir läuft das immer. Ach, Mann! Damn it! Ja. Hier ist doch. Nee, das ist Yard. Ja, da können wir auch abhauen nach unten. Ne? So. Ey, wir müssen zu dem Boot. Nee, das ist doch hier. Echt, hier unten drin?
Du hast auch manchmal eine Orientierung wie so eine kleine Bockwurst. Ich bin total welche. Wo soll die Fahrt gehen? Nach Polo oder nach Marco? Marco oder Polo? Ja, ein Maya-Land, ne? Marco-Land, oder? Ich will mir aber mal Palo angucken. Mal gucken, ob es da neue Klamotten gibt und so. Ey, ja, coole Idee. Mach Palo. Hallo. Nach Polo. So ganz teuer, der Ausflug hier. Viva la Resistance, wir gehen nach Palo. Wir folgen nicht der Storyline, wir machen, was wir wollen. Mann. Macht's gut, ihr Trottel. Arg, hast du vergessen. Arr. Wir fahren jetzt nach Polo, Marco Polo. Genau. Jetzt leckt's bei mir ein kleines bisschen. Diesmal nicht, das aber nur ein ganz kleines Bützelchen. Ich tue mir bloß mein Screen gerade ziehen. Jetzt sieht man eine schöne Vierecke da oben. Jetzt kann man es eigentlich perfekt ziehen. Also ich habe bei mir einfach im Aufnahmetool 800x600 eingestellt und habe mir dann das Fenster angepasst davon. Mach's korrekt, lass es so. Ey, ist voll krass, Alter. Bin jetzt gerade auch voll im GTA 5 waren übrigens. Überall verstehe ich nur so eine Sache wie Mufaka und so ein Scheiß, ey. Voll krass. Mujaka. Fischer, hihihi. Hast Fisch, wa? Waren wir hier schon mal? Na, war so da. Ey, waren Fisch. Wir hier schon? Weiß nicht, ich bin mir nicht sicher. Ich weiß es auch nicht. Guten Tag, wir sind uns nicht sicher. Haben Sie was Cooles da? Schoko, Walnuss, Honig, Eigreuter, Stammkraut, Lebenswasser. Wir haben da vierer. Ah ja, machen wir mal langsam sechs. So, auf Wiedersehen. Das sind für jeden zwei. Ja. Ah, Mensch, ich bin wieder so unendlich schnell im Rechnen, ja? wir werden ohne Taschenrechner habe ich das geschafft. Wir werden auch langsam härtere Gegner treffen und dann sind zwei auch immer gut. So, was haben wir denn hier? Ja, haben wir schon. Ja, Krieger. Sieht alles irgendwie ziemlich... Ach ja, warte mal. Lederhelm, Dornenweste. Kannst du dran erinnern? Die wurde angepasst. Ja, es heißt nicht mehr, wie hieß es vorher? Dornenleder. Dornenleder. Ja, passt besser auf jeden Fall. Turban, Diebesumhang, passt ja alles. Gut. Dann haben wir auch, da wissen wir auch, welche Waffen hier sind. Das heißt, wir brauchen jetzt gar nicht weiter gucken. Das war der Grund, warum wir hier da sind. Aber waren wir doch? Ey, da unten, guck mal hier. Was ist denn da? Guck mal hier. Special. Ruffy? Hey, Ruffy. Luffy, eigentlich müsst ihr ja sagen, das ist Luffy. Ja, eigentlich schon, ne? Ich bin's Pig, erkennst du mich nicht? Nö, du Pig. Ich bin eine blöde Katze. Verdammte Isabella. Verdammte Isabella. Komm, kauf, ey. Gib mir was zu kaufen, Mann, oder ich erschlag dich. Stimmt, Isabella hat hier alle Stunden gemacht hier in der Stadt. Und da kann nicht mal der Typ was reden, da kann hier keiner mehr reden. Das sind ja alle Stunden. Ey, und wie kann uns denn der Verkäufer was verkaufen? Ja, das ist komisch, ne? Aber die haben sie alle Stunden gemacht. Aber wir waren hier schon mal, ne? Mhm. Echt? Ja. Maulwurfskrall? Ja, die haben wir ja. Spätung. Ja, das ist alles okay soweit. Merkwürdig. Haben wir hier schon warm? Was ist denn dann hier? Nix. Du wolltest unbedingt hierher, ne? Ja, ich dachte, das ist eine neue Stadt. Weißt du, wo musst du hin? Wir sind hier bei der Goldenen Straße. Müssen wir überhaupt da hin? Nee, wir sind richtig. Aber wir sind doch richtig. Toll. Hey, bin ich nicht geil, oder was? Ey, du hast gleich gewusst, du hast gleich abgecheckt. Hör mal da, dafür hau ich den Gegner hier noch rein, Jungs. Na los, schlag doch lieber zu, du blöder Dieb, ey. Mann. Sieg! Wir müssen ja links lang, ne? Daulicher. Und dann müssen wir ganz hoch, ne? Oder so war das doch irgendwie. Ja. Ahu! Bam, 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 bam! Yeah! Ne, der macht Ahu! Ahu! Verdammt! Ne, wie bei 200, so weißt du, so Ahu! Radieschen erhalten! Ja, Radieschen bestellt! Wow! Bam, bam, bam! Voll krasser Sieg! Oh, na Mann, ey, da stehe ich schon mal genau da, wo da gewesen wäre und dann bin ich nicht da. So. Ja, so ist das, ne? Gott sei Dank wissen wir noch, wo der Windkorridor war. The Mother of Wind Corridor. The Wind Corridor. Ne, was heißt ein Korridor auf Englisch? Flur.
floor, the wind, nee, the wind floor. The wind floor, the floor of the wind. The wind floor. The floor of the wind. Das weiß alles nur der Wind, mein Kind. So, jetzt, nee, das ist der untere Eingang hier. Ja, ist ja korrekt, hier sind wir vollkommen richtig. Okay, wenn du sagst richtig, dann sind wir hier richtig. Aber ich glaube, wir sind hier falsch, weil das hier der untere Ausgang ist. Ja, du hast recht. So, aber weißt du was? Hier werden wir dann zum Schluss rauskommen. Ja, Leute, wir haben jetzt euch gespoilert, das tut mir leid. Aber wir sind ja just in time. Echt? Wir sind just in time? Lass uns bis mal gehen und dann machen wir. Das war mein Plan. Okay. Da ist er auch gleich hier oben. Bin ich nicht voll cool? Ja, und dann verraten wir euch, wie wir diese schönen, tollen. Aber erstmal müssen wir diese Gegner besiegen. Bam, 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 bam. Boom, boom, diese, bam. Diese Bad Booms. Diese Mufaka. Diese Bad Guys. Bam, hau ich dir einen rein, Mann. Ich sage, hau ich dir einen rein. Das. Weißt du, die Kleine mal? Hier ist der Eingang. Ja. Also, fix mal ein Puzzeln und dann geht's los. Also, Leute. Sehen wir uns dann im nächsten Part wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Secret of Mana 2. Wir sehen uns, macht's gut, bis dahin und tschaußen. Tschüss. Ciao. Wollen wir es bei Speichern gehen?